wo ein Überfall war und bei Gammelt am THW-HQ. Oi! Wer sind denn die zwei, die rumgammeln? Keine Ahnung, unwichtige Person. Kennt man Wobei, die? eine ist ziemlich bekannt sogar, die ist, glaube ich, hat, glaube ich, einen YouTube-Kanal, der sehr bekannt ist. Ja, mit über 100 Abonnenten. Über 300 Abonnenten. Ein Kopf! Dazu dem Kopf gehört auch ein Körper. Oh, Das ist immer Herr gut. Gator, was machen Sie denn hier? Ahoi, Seelandrodel. Jo, ich warte auf Sie. Maike von Behat, ich grüße Sie. Alligator, Grüße. Oi! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aldis Live. Wow. Hat sie die Aufnahme laufen? Ja, natürlich. Unser Mag. Der ist aber nicht für sie. Mach auf, mach auf. Ja, das ist immer nicht so. Die zwei Doofen, wie, guck mal von vorne. Wie wir uns anschauen auch noch. Beifahrersitz. Oi, wer fährt denn du jetzt eigentlich? Moment, ich hab so eine Idee. Einsatzleitung für Charlie, komm. Einsatzleitung, könnte ich kommen? Wir brauchen einen Fahrer, komm. Wieso das, komm? Ja, der Zamak hat vorne drei Sitze. Wir wollen, dass jeder Sitz belegt ist. Die beiden Beifahrersitze sind belegt. Jetzt wird nur noch der Fahrersitz kommen. Ja, dann tun Sie mir bitte den Gefallen. Steigen Sie bitte als Fahrer ein und setzen Sie Ihre Gummipuppe als Beifahrer rein, komm. Ja, aber ihr habt doch gar keinen Führerschein, komm. Ja, ist egal, ich stelle dir so lange einen aus, dann fahren wir erst ohne. Darf der Herr Gelder auch fahren? Der hat auch keinen Führerschein, komm. Ja, der darf auch fahren, auch ohne Führerschein, kein Problem. Gut, aber ich habe keine Gummipuppe. Ich hoffe, der Herr Geld hat eine. Komm. Ja, so verstanden. Wenn nicht, dann nehmen Sie die von den Herrn Connor. Die liegt auch im Geräteschuppen, komm. Also, da gucke ich gleich mal. Danke, Charlie Ende. Schausen. Na dann. No, dann geht's los. Auf und davon. Da, zum Beispiel mal zur Lackertankstelle. Locker. Oh, ich nehme Kurs. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ein Kusselkopf-Ding machen kann. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Warte, warte, jetzt kommt. Tamak, do your thing. Nee. Hey, wie hast du das geschafft, dass du dich damit ständig so Kugelköpfe gemacht hast? Das war mit dem SUV. Ich bin noch nie mit dem Zamak Nein. gefahren. Klar, mit dem Blauen damals noch. Also, da habe ich ja kein Mikro mehr zurückerinnert. Das ist schon so lange her. Deswegen bist du früher mal den Zamak gefahren, falls du dich erinnerst. Weiß ich auch nicht mehr. Lacker war doch in die Richtung, ne? Ja, klar. Oi, 3,2 Kilometer. Da bist du immer über die Wiese getollt. Das war, bevor ich dich das erste Mal im Roleplay erlebt hatte. Okay. Da bist du auch mit dem Zamak rumgefahren. So, hopp, geben Sie mal Nein. Gas hier. 85 km/h. Da geht noch mehr. Haben Sie den Spezialbenzin nicht mit? Negativ. Wir müssen gleich Nitro Boost holen und den Zamak mal auf Touren bringen. Alter, das wäre geil. Machen Sie mal Tatütata, wir sind auf einer Einsatzfahrt. Ich glaube zwar nicht, dass uns jemand Platz machen muss, aber. Jimmy, das sitzt in der Mitte. Wollte ich nicht meine First-Person-Runde machen eigentlich? Ach ja, wollen wir die heute machen? Ja, können wir gerne machen. Oh, hier steht ein Auto. Habe gar keinen Bock auf our First Person. Ich mache jetzt eine First-Person-Runde. Ich nicht. Oh, die Polizei.
Magst du mal aussteigen? Warum ich? Ahoi, ihr Landratten! Fort, was ist denn hier los? Kaffeepause oder was? Das war ein taktisches Wenden, oder? Wir haben ja hier gerade dieses Frock gesehen. Und da wollen wir natürlich direkt das Frock gut auch nur noch betreten. Taktisch. Wir haben taktisch den Baum umgefahren. Nee, der Baum, der war ein alter Baum, der muss gedreht werden. Ja, ich hab das Auto in die Werkstatt gefahren. Sag mal, wo kommt eigentlich die Polizei hier? Waren die da schon länger? Ich glaube, die sind uns aus dem Anhänger gehüpft. Ich hab die gar nicht gesehen. Hallo? Eine taktische Heilung, Freunde. Taktische Heilung? Okay, passen Sie mal auf. Jetzt kommt Taktik. Moment. Taktik, Taktik, taktisches Abhauen. Oh, jetzt will ich einen TikTok. Mann, das Ding ist lang, das ist gar keine Sport. Alter, ist sie lahm. Schau, ihr Landratten! Man hat übrigens nichts gehört, falls du irgendwas sagen wolltest. Ich hab gesagt, schau, ihr Landratten. Oh. Zum Glück ist das keine Sport, dann wäre ich nämlich jetzt tot. Wie, das ist keine Sportlimo? Das ist keine Sportlimo. Was ist das denn? Eine Hatchback? Normale Limo, ja. Achso. Nee, bescheuert. Ich mach doch nicht dieses Mal meine First Person, wobei, wenn, dann müsste ich es jetzt komplett durchziehen und jetzt habe ich gerade schon aufgehört. Ach komm, was soll der Geiz? Ab jetzt die First Person. Ist auch mal was Nettes, so zu fahren und so. Hallo! Karre kann nicht mehr als 82. Mensch, Mensch, Mensch. Ich kenne das Problem schon mit den Hütten. Die springen einen immer vor die Karre. Egal, wo man fährt. Ob man links fährt oder rechts fährt. Ob man jetzt unten fährt oder oben fährt. Oder in der Mitte oder geradeaus. Du bist gestorben. Oder rückwärts. Also... Das Problem Aua. Mit den Hütten, das kenne ich. Die springen einen immer in den Weg. Naja. Aua. Hallo, Sir. Geht's Ihnen gut? Aua. Hätten Sie ein Pflaster für mich? Ich hab eine Menge Pflaster. Grüne, gelbe, blaue, schwarze, graue, lila, rosa, pink, Hello Kitty, weiß, lila, gelb, orange mit gelb, bunt. Bleistiftfarben, was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne Hello Kitty. Hello Kitty ist ausverkauft. Oh. Oh, jetzt geht der Scheiß, geht du, ja, leck mich doch am Sack. Haben Sie Dinosaurier?
Oi! Haben wir Dinosaurier? Nee, ich glaube. Moment, ich bin gleich wieder da. Schnell gefahren. Ich bin lange nicht mit dem Wagen gefahren und auf einmal war ich schon auf 230. Und dann bin ich ein bisschen ins Schleudern geraten. Ja. Und auf einmal war ich hier auf dem Boden. Und konnte mich an nichts mehr erinnern. Oh, das ist aber nicht gut. Das sollten Sie vermeiden, so wird. Also, Sir, Sie sind verletzt. Brauchen Sie ein Pflaster? Ja, bitte. Also, ich hab im Angebot gelbe, grüne, lilane, rosane, oh orangene, bunte, blaue, bleistiftfarbene, weiße, grüne, gelbe, schwarze, rote, durchsichtige. Was hättest du gerne? Ich hätte gerne rote. Hab ich nicht, ist ausverkauft. Dann hätte ich gerne gelbe. Herr Gator, Sie müssen mich irgendwie rausgehen. Ich habe den Arztkoffer nicht aufgefüllt. Ein gelbes Pflaster, da muss ich kurz nachgucken. Oh, welche Pflaster haben Sie denn da überhaupt dabei? Oh, wenn ich schon in den Koffer gucke. Oh, das ist, na, sieht dünn aus, würde ich meinen. Sie haben mal wieder vergessen, den Koffer aufzufüllen. Ich? Ne, die Schuhe, den Schuh können Sie mir nicht anziehen. Das ist alles gebraucht. Ja, oder weil das Ihr gebrauchter Koffer ist. Oh, Moment. Ich nehme mal kurz dieses hier. Doch ein Pflaster. Ich bin gleich wieder da. Haben Sie denn vielleicht einen Verband dabei? Das wäre auch gut. Schön durchschütteln. So. Ha, ich habe ein Pflaster gefunden. Sir, nicht wundern, das ist noch nass. Das habe ich eben gewaschen. So. Oh Gott. Drauf da. Perfekt, danke. Wir müssen Ihnen ja nicht erzählen, dass das ein benutztes Pflaster war. Ach, das ist gut. Hier noch ein bisschen draufkleben. Klebt ein bisschen schlecht. So, das klebt wirklich schlecht. Haben Sie noch den Schusstacker im Auto? Bitte was? Bleiben Sie stehen, okay. Sir, wir sind gleich wieder da. Ja, hier nehmen Sie den. Ah, ist da noch Munition drin? Moment, dort muss ich kicken. Ja, ist noch. Also, Sir, also im Sommer ist auch noch Munition. Machen Sie sich jetzt mal ganz schöne und warme Gedanken, das könnte kurz ein bisschen zwicken. Also, und war das Loch hier schon vor auf der Seite? Das war daneben. Ich glaube, der Tacker war ein bisschen zu stark eingestellt. Wir haben ja hier bestimmt noch ein Pflaster, dann müssen wir das Pflaster halt am Pflaster festhocken. Genau, Moment. Ah, guck Sie mal, da hat ihr schon schwarz. Mensch, das liegt ja schon ein bisschen länger drin. Wann wurde das Ding zuletzt aufgeräumt? Das Schwarze ist okay. Ja, das ist gut. Okay, dann drehen Sie sich mal um. Ja, und jetzt nicht bewegen. So. Oh, das klebt auch besser. So, oh, das klebt noch. Also, ich glaube, das Schwarze ist Kleber, wa? Würde ich jetzt so nicht behaupten, aber ja, hoffen wir es mal. So, da brauche ich den Tacker nicht. Dankeschön. Gut, dann wäre unsere Arbeit jetzt wohl erledigt, wa?
Frage, könnten Sie mein Auto vielleicht reparieren? Ach Mensch, das Auto ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, das ist hier ein bisschen kaputt. Also die Reifen, die kaputten Scheiben. Guck mal, der Reifen ist kaputt. Ja, drei Reifen sind leider ab. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen schwer gefahren. Dann haben sie ja noch einen. Das geschafft, dass drei Reifen kaputt sind. Er wollte mal ein Rad fahren. Werde ich noch abgehoben. Sonst werde ich. Oder da kommt die Luftunterstützung. Hallo, nicht so schnell, Unfall. Raudis. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Hi. Ja. Meine Reifen. Ah ja, genau. Reifeisenbanken. Haben Sie denn noch drei Reifen? Wir haben sogar sechs. Wir haben sogar sechs. Gucken Sie mal. Sie sind doch ein reifer Mensch, oder? Da haben Sie doch bestimmt ein paar Reifen. Zwei dumme Eingedanken. Pinkelpause. Kummer, irgendwie ist die Hose hinten so nass. Ich weiß nicht, können Sie da mal gucken? Naja, wechsle ich halt die Uniform. Voll angepisst. Ach, schön. Sie haben aber eine schicke Weste. Ja. Ziehen Sie sich an. Nee. Wie bescheuert du da gerade geguckt hast. So richtig retard. Sehen Sie, da ist schon die Polizei vorbei. So richtig retard mit seinem Bierbauch. Ohne Uniform komme ich mir so dick vor. Ich glaube, das macht die Weste. Alter, Typ. Sie sehen gut aus. Oi. Ja, können wir das hier ein bisschen beschleunigen? Ich muss mir eine Uniform besorgen. Dort wird langsam kalt hier bei bei 40 Grad im Schatten. Minus oder plus? Plus 40 Grad im Schatten, das wird langsam kalt hier. Oh, ich setz mich ins Auto, da ist hoffnungsweise eine Heizung. Warmer King, wir brauchen drei Reifen, nehmen wir die aufwärtsbaren. Dann brauchen wir ein bisschen Holz zum Stabilisieren, Frischhaltefolie für die Scheiben und ein bisschen Nagellack, damit wir die kleinen Einschusslöcher da wegkriegen. Sind doch dieser Kieselsteinwurf da. Gucken Sie mal, ich hab so eine Uniform gefunden, aber beachten Sie die Löcher nicht, die scheint schon ein bisschen länger im Auto zu liegen. Und die riecht auch so komisch. Ja. Guck mal hinten an, also da auf der anderen Seite mal. Auf die andere Seite.
Also, ich fang jetzt an, wa? Charlie für Einsatzzeitung, bitte kommen. Charlie hört Sie kommen. Ja, Frage, warum stehen Sie da so in Lacker rum? Fehlen Ihnen schon die Reifen, kommen? Uns fehlen nicht die Reifen, aber hier hat jemand einen Unfall gebaut. Oder sind wir gerade am Hobeln und am Sägen und am Feilen, kommen? Oh, sieht aus wie neu. Ja, dann sagen Sie den guten Herren, mal, wo gehobelt wird, fliegen auch Bene, kommen. Was fliegt? Bene fliegen da. Bene? Psst. Richtig. Was ist das? Davon hast du auch zwei, komm. Hallo? Wo? Ich kann meine. Kann ich nicht sehen, komm. Psst. Ja, das ist aber ganz schlecht. Wenn ich keine Uniform anhab, bin ich so dick. Psst. Ja, dann weniger nach Netto gehen, komm. Hallo! So, wo war mal stehen geblieben? Entschuldigung, kurz. Ja, die Schlüssel stecken. Was ist denn hier los? Ja, wir Bauchtyp. Wir sind fertig. Hallo! Hi! Warum läuft denn so zurückgelehnt? Hallo! Mikey, was machst du? Ich hab meine. Der Herr Gelter. Läuft der bei Ihnen auch so bescheuert? Ja. Zu dem Bauch ausgestreckt. Der guckt nach oben und dann halt Alt gedrückt. Mikey, zieh dir mal was an, Mensch. Ja, meine Uniform ist nass von hinten. Da hat ein doofer Unfall passiert. Ja, ich hab mich vorhin in den Busch gesetzt. Da war ich völlig unsichtbar und dann hat der Herr Gelter eine Pinkelpause gemacht. Tja, dummerweise war ich im Busch. Den Rest können Sie sich denken. Ich ist Opfer. Naja. Alan. Wer hat er denn? Naja, aber ich zieh mal die von Motten zerfressene Uniform an. Die riecht aber ein bisschen. Man muss jegliche Kreatur leben lassen. Nein. So. Jetzt ziehen Sie sich mal wieder an. Nicht wundern, die Uniform riecht ein bisschen. Die liegt schon ein bisschen länger im Auto. Die hat auch ein paar Löcher. Sieht sie auch aus. Aber einfach nicht beachten. Was? Die riecht noch viel grauer. Gehen Sie weg! Hilfe! Hilfe! Bleiben Sie weg! Bleiben Sie weg! Jetzt müsste ein Auto kommen. Tja, hier traut ihr euch nicht. Frage an alle THWler im Dienst. Hat jemand einen Zivilisten eingepackt? Komm. Kommen Sie runter da. Nee, hier bin ich in Sicherheit. Ich weiß, damit kenne ich mich aus. Hier kommt kein Auto. Oh nein, Hilfe! Ich bin Auto, tut, tut. Thank you.
War. Sie haben da was vergessen. Was denn? Mein Trolley. So. Ja, wo gehen dort jetzt hin? Ah ja, Spezialbenzin kaufen. Oi. Kann ich kurz umsammeln? Kannst du kurz anhalten? Au! Was ist passiert? Meine Mütze ist verknickt. Ratatatatatat, peng, 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 peng. Wir sind nicht mehr im Krieg, oi. Mann, hier hängt die ganze Zeit eine behinderte Plane im Blickfeld. Ich kann nicht sehen. Ja, rat mal, warum ich nach vorne bin. Du, sag mal, geht bei dir gerade das Gedudel? Oi, mach sie mal aus. Ja, ich höre das halt nicht. Das ist ja das Seltsame. Da müsste ich mal die Ohrstöpsel rausnehmen. Die habe ich nur zu 70% reingesteckt. 70% reingesteckt. So machen wir doch grundsätzlich die Angaben, oder nicht? Ja. Aber wie sieht das an? Ich schiebe mir meine Ohrenstöpsel grundsätzlich nur 70% rein. Oh, ich hab ihn nur für 10% drin. schönes Wetter heute, wa? Oh, ey. Ich würde ja nach oben gucken, aber die Decke ist leider irgendwie nicht so toll. Ja, ich würde gern rausgucken, aber hier hängt mir immer so eine scheiß Plane im Weg. Ernsthaft, wieso hängt hier so eine scheiß Plane runter, wo man nicht vorbeigucken kann? Weil das Tacho, der Tacho stimmt nicht, hier steht 82. Oh lol, man muss immer das Fernglas auspacken und einpacken, dann kann man da vorbeigucken. Lustig. Oh, so kann ich. Ich frag gar nicht, ich guck hinten raus. Wir wollten doch Nitro-Bus, oder? Ja. Und der mal sehen, auf wie viel Touren man in Samark bringt. Oi. Ja, aber was wollen sie denn hier? Hä? Willst du nicht Nitro-Boost holen? Krieg ich das hier auch? Okay, dann. Ich sehe leider nichts. Ich hoffe, hinter mir ist nichts. Kann ich mal hupen? Hä, doch, sie hupen doch gerade. Das Horn? Nee, das Horn geht auch nicht. Warum höre ich das nicht? Oder weil ich das? Ach lol, das hört man nicht, wenn man in der Ego ist. Lass zum THWHQ fahren, da kenne ich mich aus. Hier weiß ich nicht, wo ich das herkriege. Oh, ich bin erledigt. Hä, hä? Also ist der Mülltonne, ich dachte, da hätte ein Polizeiauto einen Abgang gemacht. Oh, Todeskurve. Tausend Doder, die ganzen Doden und Verletzten. Doden. Die ganzen Doden und Verletzten, nur. Okay, das ist kacke, wenn ich das Horn nicht höre. Möp, möp, möp. Lass Räuber. Ja, also Polizei ist, ja. Wer ist ich? Ich hab Polizei. Ich hab Polizei. Ach bitte. Rechts! Backbord! Backbord war doch rechts, oder? Steuerbord! Steuerbord ist rechts! Sehr schön eingeparkt. Shift F12 übrigens, du bist dreckig. Ich weiß, die Uniform ist kaputt. Mal sehen, wie viel soll ich kaufen? Ein oder zwei? Ich würde mir auch mal einen holen wollen, testesweise. Ja, ich hole erstmal einen. Supermarkt.
Nitro Boost kaufen. Ich häng hier ein bisschen ab. Nicht wundern. Ich wundere gar nichts mehr bei dir. Haben sie schon eingefüllt? Nee. Leute, als ob du da nicht hinterherkommst. Jetzt steig in. Ich bin im LKW. Mein Gott. Haben sie jetzt schon eingefüllt? Nein, immer noch nicht. Warum nicht? Weil wir jetzt erstmal zur Todeskurve fahren. Ja, mit Nitro Boost. Aber erst auf der Geraden zünden. Ja, ja, klar. Habe ich irgendwo eine Anzeige, wie viel da jetzt noch? 5. Ja, 5-mal kannst du benutzen, aber wenn jetzt irgendein Notfall kommt, dann ist die Anzeige weg, aber du kannst trotzdem benutzen. Da ja. Möchte ich sie mitzählen. Oh, ob ich das hinkriege. So, denn wir wollen ja eine gute Strecke haben. Dann sind wir natürlich im Einsatz. Oh, jetzt schreit er mir extra Hallo. Und jetzt drücke ich mal 5. Hui! Das waren alle übrigens. Hallo! Steuert sich übrigens super, das Ding. Okay. So habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Ja, dachte ich aber jetzt auch. Na ja. Letzte tauschen. Gut. Mein Holzbein braucht neuen Lack. Ey, Captain, kommen Sie mal, ich brauche neuen Lack auf dem Holzbein. Bitte. Geben Sie mal einen neuen Lack auf mein Bein. Ich weiß, ich glaube, ich hab mein Bein am Dings. Lol. Benutzen. Am Armaturenbrett angeschlagen. So beim Aussteigen, so, uff, aua, verdammt. Dort konnte ich mir richtig vorstellen, du. Ja. Also direkt beide? Nee, ein. Wow. Deswegen, ich habe gerade 5 hoch reingeballert, da sind wir irgendwas bei 400 gewesen, 450. Ja, das schöne Krebsgelblicht. Nee, das Krebsgelblicht ist das hier. Alter. Schauen eigentlich mehrere gleichzeitig? Nee. Warte mal, ich muss mal kurz die Todeskurve. Hat sich übrigens erledigt. Ja, ich dachte, wir fliegen halt. Oh, fliegen ist ein gutes Stichwort. Da will ich doch noch mal was Neues ausprobieren. Leute. Der steuert sich super. Ne? Hui. Du lenkst einfach so eine halbe Stunde und der denkt sich so, nope. Na gut, jetzt ist wieder normal Tempo, wa? Kein Licht der Raudis. Licht an Raudis!
Oh! Was machst denn du schon wieder? Ja, manchmal vergesse ich beim Umgucken Alt zu drücken. Ah, das habe ich zum Glück deaktiviert, ey, weil ich mal in die Polizei deswegen reingefahren bin. Ah, richtig ungünstig. Oh, guck mal, da ist am Ölhändler einer. Weil der Bienen weit weg war. Wo ist denn der Ölhändler? Ja, ganz oben rechts in der Karte. Da ist aber ein Gefecht. War ein Gefecht? 21.47 Uhr, die wurden schon wieder aufgehoben. Wir haben es 22.36 Uhr. Eine Stunde später quasi. Irgendwie ist der Zamak nicht so geil, wie ich dachte. Wollen wir umsteigen auf ein anderes Auto? Ja, wenn wir das lieben. Welches? Gab's nicht auch noch. Es gab doch aber irgendein anderes Fahrzeug, was richtig schnell gekullert ist. Ja, SUV. Ja, aber steigen wir auf ein SUV um. Gut. Wollen wir auch mit dem SUV fliegen? Ja. Die altbewährte Schanze? Nee. Mal was okay. Neues ausprobieren. Oh, das klingt super. Wollen Sie fliegen? Du hast noch ja, ich habe überlegt. Holen Sie mal einen Nitro Boost. Oh, das klingt super. Ich mache aber noch nicht Nitro Boost rein, weil sonst geht die Karre noch flöten und alles. So, einmal antanzen bitte. Oh, der Fahrer kommt. Ich bin der Fahrer. Na gut. Kavala. Go. Ach so. Hä? Ach so. Ach, wir wollten, Sie wissen doch gerade die neue Sprungschanze. Ja, deswegen, du bist ja vom Fahrersitz runter. Moment, finde ich die jetzt? Wo muss ich denn ja da jetzt langfahren? Ich glaube hier hin, wa? Einmal auf der Karte, weißt du, dann guckst du wieder hin, dann hängst du da schon wieder auf über so einen Bordstein. Psst, was du wieder machst. Ich hab nichts gesehen. Was für eine Stelle willst du? Ja, lassen Sie sich überraschen. Ja, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, wir haben es ja weit geschafft. Da guckst du einmal auf die Karte, dann ist das nächste Schild nicht weit. So, haben sie es bald? Ja. Verdauert dort immer so lange bei Ihnen? Ja, ich bin noch neu. Also. Quasi. Hui. What the fuck? What the fuck? Hörst du mal auf zu lenken? Springst du durch die Kante? Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Aber fährst du so scheiße oder hast du gerade. Egal. Wo willst du überhaupt hin? Ich glaube, wir sind falsch. Wo ist denn die Hochschule? Ne, wir sind richtig. Sie wissen doch schon, wo ich hin will. Ach, bei der Kautschukplantage da, ne? Oh! Da ist eine Mauer! Also, ich wollte hier rüber. Charlie für Hansen, komm. Hansen hört, komm.
Ja, Frage, hast du schon Netto gefunden? Negativ, komm. Ja, weißt du noch, wo du da hin musst? Negativ, komm. Ja, und zwar folgendes. Die haben einen neuen Netto, der ist in Rodopoli. Das heißt, du fährst die Hauptstraße, dann fährst du rechts ab, an der Kirche rechts ab, dann die zweite Straße rechts, dann die nächste wieder links und dann ist da auf der Ecke Netto. Komm. Wo war das noch Ich bin mal? raus. In Rodopoli, komm. Soll ich Wo ist das? Komm. es dir auf der Karte markieren, auf deine GPS-Karte? Markieren Sie mal auf meine nicht vorhandene Karte, komm. Karten waren ausverkauft, deswegen habe ich keine. Ich habe aber Navi. Übrigens, von der anderen Seite wäre es auch gut. Oh, von dieser Idee wäre ich mir auch gar nicht gekommen. Ja, aber da ist auch eine Scheißmauer. Da müssen sie irgendwie so fahren, dass sie auf der. So, ich habe es dir auf dein GPS mit Ziel markiert. Da ist der Netto. Komm. Ach, da, ich hab's gefunden, komm. Ja, dann auf geht's. Bring mir bitte 2 Flaschen Cola mit und einmal Geflügelwürstchen, komm. Alles klar, 2 Flaschen Korn und einmal Schinkenwürstchen, komm. Ja, habe ich so mit. Danke, Hansen, Ende. Gut, ich mach mich auf den Weg, Mikey auch Ende. Ich kann auch so ging das nicht mit den Funken, aber ich kenne mich ja nicht aus. So, Herr Gator, Lass mich mal ganz kurz fahren. Sie beschleunigen halt jetzt hier auf der Straße und ziehen dann ganz kurz hier vorein. In die Richtung? In die Richtung. Das ist Richtung Wasser. Na und, als ob wir so weit kommen. Obwohl, na, so weit kommen wir niemals. Okay. Sie müsste aber vor uns den Spezialbenzin Ja, einfüllen. klar. Ich muss nur erstmal. Hier, das ist ein guter Punkt. Ei. Ich glaube, wir sterben. Ach so, falsch. Der SUV wird safe explodieren beim Aufprall. Ja, locker. Okay. Und so viel zum Thema, wir sollten das mit den Sterben lassen. Da vorne ist schon der Berg, ne? Okay. Er denkt sich, da davor kommt aber eine Mauer, da müssen sie ganz scharf rechts vorher rein. Ja. Hui! Jo! Jo, alles klar! Alles klar! Au! Da, ich bin tot. Das war aber ein guter Flug. Aber das Auto ist nicht explodiert. Okay, das war mal. Ich glaube, wir sind locker mehr als 1,4 Kilometer gekommen. Ja, ich habe mir das leider nicht markiert. Ich auch nicht, aber ich weiß, welche Stelle es ist. Ja. Können wir gleich nachgucken. Charlie, für Einsatzleitung bitte kommen. Standby. Gut, dann. Charlie hört Kopf. Ja, Frage, warum sind Sie gestorben, komm? Ja, wir haben uns auf dem Weg zum Nettoverfahren, komm. Ja. Bitte updaten Sie bitte Ihr Navi, dass Sie dann beim nächsten Mal die Straße finden, komm? Ja, aber da war ein Stein und da war auch keine Straße, komm. Ich glaub, das war noch ein altes Navi, wo da mal eine Straße war, komm. Ja, das kann gut sein. Bitte fahren Sie dann gleich, wenn Sie wieder in Saku sind, nehmen Sie bitte ein neues Navi und fahren Sie dann zu dem Zielpunkt nach Netto, komm. Ja, mach ich, komm. Ja, so verstanden. Hansen Ende. Ach ja, schön. Und cut. Spielspaß und Spannung noch in meiner Aufnahme drin, wie man hier die Zahl da so wegrauschen sieht und Hallo, da sieht man die Zahl und ich bin wieder da.
Tja, bei mir könnte die Folge ein paar Sekunden kürzer sein als bei Herr Gator. Also Liegen wir wer. weit genug in der Nähe? Ja, ich sehe, du hast Hallo geschrieben. Okay. Weil für mich sah es aus, als wärst du viel weiter weggeflogen als ich. Wie weit ist denn der THW für dich entfernt? 50. 60. Also bist du 10 Meter weiter geflogen Jetzt wahrscheinlich, ne? 36. 60. Ei! Jetzt 34, 33, 32, 31, 39, 36, 24, 18, 14, 13, 16. 30. 1. 30. Also 29 jetzt. Ich helfe dir. Ordentlich auf die Brustrücken. Wo ist der Herr Gator, der Schlawiner? Ihr habt's doch gesagt, das ist der falsche Kurs. Aber nein, der wollte ja unbedingt hier lang fahren. Wo ist überhaupt der Berg, über den wir gefahren sind? Moment, ist da ist die Hochspannungszelle, das heißt, der Berg ist ungefähr hier. Das war so ziemlich 900 Meter. der Berg? Ja, da wo die Hochspannungsleitung in der Kurve. Was für ein Ding? Bei der zwischen Benzinraffinerie und Sportgetränkehersteller. Ah, ja, okay. Ja, da haben sie aber sportlich eingepackt, Herr Gator, war. Und er lebt noch. Ah, das Auto ist Wie konnte wieder er das leben fresh. konnte, ich helfe ihm. Guckt dir mal, Gator, kein Kratzer in der Karre. Kein Komm ich perfekt Kratzer. gelandet, das Ding. So, Kinos, Damit weiterfahren oder? einsteigen auf zu Netto. Alles klar. Dann sind wir auch wieder weg, Wir haben ne? noch einen weiten Weg vor uns. Dann geht doch zum Netto. Hast du eigentlich jetzt noch Nitro Boost dabei? Nee, ne? Ne. I'm Na not have Nitro Boost. dann suchen wir mal jetzt das Netto, Jo. Schön querfeldein mit einem SUV. Jo, hey, ich muss ja auch die Straße finden, wa? Gucken Sie mal, hier ist ein Berg. Kann gar nicht hupen. Oh, lol. Weiter geht's, nichts passiert. Weil wie hoch du sitzt. In der Ego-Perspektive sitzt du voll hoch und nicht so voll klein. Okay. Du musst du mal machen, in der Ego-Perspektive nach rechts und links gucken halt. Bei dir ist es rechts. Wie du gerade Was? Huch. gegrinst hast. Was ist denn jetzt passiert? Alles Leute. gut, nichts passiert. Da grinst dann wieder der Opa. Ich glaube, ich pack dich so aufs Thumbnail. Okay. Aha, wie schön das aussieht. Okay. Da bin ich mal gespannt. Leben noch. Du machst das schon, ne? Was mache ich? Ach komm schon, ernsthaft.
Ich glaub, denn du hast zu, wa? Wie spät haben wir denn? 23:57, der hat zu. Wir haben 0 Uhr. Ja, der hat zu. Ah. Einsatzleitung für Hansen, komm. Du bist die Einsatzleitung, hört dich, komm. Ja, wir haben den Netto gefunden, aber der hat zu, komm. Doch, der Netto hat 24 Stunden auf, komm. Ja, aber ich stehe hier gerade vor der verschlossenen Tür, komm. Ja, dann weiß ich es auch nicht, komm. Ach nee, dort ist er gar nicht. Au, ah, 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 ah. Das ist gar nicht der Netto. Entschuldigen Sie, der Herr, ich habe Sie gerade nicht gesehen. Der Netto ist auf der anderen Straße, so, ich hab falsch geguckt. Komm. Ist aber auch ungünstig gestellt hier. Sicher, dass er noch da ist? Ja. Noch offen ist der Netto? Hier ist der Netto. Da alles offen. Der Netto sieht nicht mehr offen aus, oder? Ja, doch, guckt, sind mal zwei Flaschen Korn ist auch noch da. Und was soll ich noch mitbringen? Der Herr nicht Cola. Nee, ich hab Korn verstanden. Sicher, dass er nicht Cola wollte. Andreas Hansen benötigt medizinische Hilfe. Oh. Er ist direkt im Support. Wir kriegen Besuch. Ja. Da 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 da. Hat das eigentlich einen Grund, warum du immer noch keine Klamotten an hast? Ja, ich hab doch was an. Habe ich jetzt was an? Ja, aber gut. Dreckig. Oh, ey, wie oft soll ich das doch putzen? Jetzt sauber? Ja. Langsam, Raudis. Jotzen ab. Vorsicht! Hi. Hallo! Springen Sie runter, wir fangen Sie vielleicht auf! Ich rede gar nicht erst mit denen, weil ich direkt im Support bin. Ich warte, bis einer kommt. Naja, ich sagte, wir fangen sie vielleicht auf. Oi. Noch einen Meter weiter vorne und ich hätte gefahren. Sag mal, Herr Gelder, was haben Sie eigentlich mit unserem Auto gemacht? Das war doch eben noch heile. Aber ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ich glaube, die Bremse hat nicht ganz funktioniert. Und dann stand da noch so ein Opfer mitten auf der Straße. Ach so, Mensch, merkwürdige Leute, die immer so auf der Straße stehen. Ey, Kollege, kannst du mich hören? Ich schon wieder klauen. Mach ich doch gar nicht. Mein Schlüssel. Hallo, Kollege. Hören Sie mich? Ja. Wie steigst du? Hallo! Hallo! Wie ist denn die Luft da oben? Das ist in Ordnung. Oh, hier unten noch geht das so. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Du, sag mal, was ist eigentlich mit dem Herrn da hinten am Ölhandel? Aua! Ah! Au! Au! Hallo! Was sagten Sie? Aua, nein! Au! Hey! Stehen bleiben! Ich kriege Sie!
Hä, hat er unser Auto gelockpickt? Ich hab's gerade zugeschlossen. Oh, ich bin tot. Ja, super. Ich bin voll nochmal hochgefluckt gerade. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich hab mir den Magen verdreht. Mich, bleiben Sie doch stehen und rutschen Sie nicht weg. Oh, Moritz Wolf disconnected. Das war der, der gerade Hansen gekillt hat. Okay. Ah, und er wurde ins Moderationsbüro 1 verschoben. Er ist gerade getrennt, Andreas. Oi! Ja, okay. Mikey, gib sag mal, soll er einsteigen bei mir? Was? Weil es einsteigen? Ich hab's nicht mitbekommen. Wollte ich einsteigen? Nein, der Weiße da soll bei mir einsteigen. Hey, Weißer! Du sollst in den Heli einsteigen! Warte, ich bin nicht fertig. Ja, gerade nicht, aber du sollst trotzdem in den Heli einsteigen, da drin. Können Sie mir mal ein Pflaster geben? Nö. Ja gut, dann gebe ich mir selbst eins. Dann mache ich's mir selbst. Wie immer. Was hast du gesagt? Dann mache ich's mir selbst wie immer? Ja. Ich habe ihn übrigens aus Versehen eingesperrt statt ausgesperrt. Ach so. Deswegen war er noch im Auto. Wie spät haben wir das gerade eigentlich? 23 gleich. 22, 8. Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht. Ich sitze auf dem Beifahrersitz. Das Gute ist, ich gucke halt auf die Karte. Und dann mache ich die Karte zu und auf einmal liegst du da. Und ich habe gerade auf mein Handy geguckt und nicht mitgekriegt. Und ich sitze auf dem Beifahrersitz. Warum? Oh. Ryan Sparks, das war der Typ an dem Ölhandel. Ich schraub die mal bitte gern geschehen. Oh, machst du nicht? Nein, mach ich nicht. Ignoriere ihn einfach. Na dann! Kurs auf Kavala! In London, der Einsatz hat sich erledigt. Da brauchst du nicht mehr entfliegen. Komm. Ja. Was? Kavala! Ich war gerade auf dem Weg zu dem. Sehr gut. Auf nach Kavala! Ja, ich bin auf dem Weg. Tete! Na los, geben Sie mal ein bisschen Zunder! Wo ist denn hier? Oh. Wo ist denn hier Kavala? Euer Zundo ist nicht drin! Warum nicht? Oh, scharfe Kurve, scharfe Kurve, scharfe Kurve! Das Auto, was macht denn das noch? Weiß ich nicht, ich kann das Auto nicht sehen! Naja, immerhin haben wir das Gelblicht an. Seit wann sehe ich die mich denn selbst sterben? Sag mal, der Zamak war eigentlich recht stabil, was ich meine. Ja, stabil und zuverlässig. Aber nicht so schnell. Das stimmt, der ist nicht schnell genug. Wir brauchen ein stabiles, schnelles Fahrzeug. Genau. Vielleicht könnte man den Motor aus dem SUV in den Zamak bauen. Ja, ein bisschen sehr hart. Oder den Motor aus der Sportlimousine in den Hammett. In den Tempest. Ein Tempest mit 400 km/h. Oh, da bist du voll der Rambock.
Ist das eigentlich random, wie das flackert? Weiß ich nicht. Ich glaube ja, wieso? Weil ich glaube tatsächlich, im Video sieht man das gar nicht so, wie das in echt flackert. Ich sehe das zumindest gerade auf dem zweiten Bildschirm, da kommt das gar nicht so rüber. Ich sehe gerade, dass es extrem nervig ist. Und ich es gleich ausschalten werde. Weiß nicht, wie lange das deine Pumpe noch mitmacht, ne? Was sagt er mit meiner Pumpe? Er hat mit mir geredet. Achso. Ja. So. Aua, was ist Heinz mit Hansen meiner Ruhe, heißt er. Pumpe? Oh Mensch, da wurde aber mal wieder sportlich eingepackt, wa? Ich hab's geschafft. Ich hab ihn gerettet. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, war, dass jemand sagte, scharfe Kurve, scharfe Kurve. Naja, aber User joined your channel. immerhin haben wir das Ja, Gelblicht an. guten Tag. Nobben. Hallo? Ja, habt ihr denn SUV verloren? Nein, wieso? Gefunden. Gefunden habt ihr einen. Ja. THW SUV, gefunden. Ja, gerade vor uns. Das ist meiner. User joined your channel. Wie, du hast dein eigenes Fahrzeug gefunden? Ja, ich hab's verloren und jetzt habe ich's wiedergefunden. Kann man so Heiki, sagen. du musst ein bisschen besser aufpassen drauf. Ja, In welchem Livestream? Wikis Livestream oder was? Ja klar, Ja? McFly hat den angeboten. Ja, Fly ist auch ganz kurz damit mit dem SUV rumgefahren. Für 2 Sekunden. Okay, ne, McFly hat geschrieben. Welche SUV? Ja, euer. Ich hab kein SUV verloren. Nicht verloren. Ihr wart doch gerade da vorne, habt nach Netto gesucht. Ja. Ja. Und da ist der Marty ja bei euch eingestiegen. Der Weiße hier, der Ach bei so, mir. den ich aus Versehen eingesperrt habe gerade. Der Den ist habe 2 Sekunden damit rumgefahren ich und hat wohl dann im Livestream angemerkt. gesagt, Ja, ich verkaufe ein THW-Fahrzeug als Scherz. Warte, Er ich hat das flippe. sieht kacke Deswegen ist aus. Hansen jetzt gerade gekommen, ja. Ja, sowas im Livestream So. zu schreiben ist kacke. Da gehe ich auch Ich gehe wieder noch hoch. gleich. Also, verloren haben wir keinen. User Ich left your sitze channel. gerade drinne und fahre den Wagen. Ach so, okay. Bis später mal. Tschüss. Jo, Schausen. Tausend. Auf User nach left your Kavala. channel. Ei. Ich hoffe, wir kommen jetzt weiter als vorher. Ich hoffe, er hat das jetzt so mit, ne, dass du gerade gesagt hast, was ist denn mit den Rädern los? Warum fährst du denn mit den Rädern quer? Was? Muss das so? Oh Mann, ich hab schon wieder vergessen beim Umgucken einzudrücken. Deine Räder sind einfach quer. Alles gut, sie brauchen nicht landen. Ich bleib mal hinter Ihnen. Machen Sie das, ist glaube ich sicherer. Was ist Deine mit den Rädern? Die sind ganz Räder sind halt normal. quer, die gehen von hinten rechts nach vorne links, beide, die vorderen. So, als Okay. würdest du gerade hart links. Was du? Ich muss mal kurz die Karre reparieren. Da kommt kein Schub mehr, Captain. Das Licht blendet, machen Sie mal die Funzel aus. Wenn ich nach oben gucke und die Sterne zählen will, sehe ich nur einen ganz großen Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt. Den schenke ich dir heute Nacht. Jetzt steigen Sie wieder ein. Hören Sie auf damit, wenn ich nerve. Wo sind die Leute gehen? Oh, hier ganz in der Nähe. Oh, Ja, da ist das ist aber Sperrzone. richtig. Aber Metallankauf ist auch, wobei das ist wahrscheinlich ungefähr. Metallankauf.
Dann fahren wir wohl doch nicht zum Airfield, sondern bleiben bei Dings Kavala. Oh doch, Airfield, Airfield. Dennis Wagner. Airfield! Nee, da sind die zuerst da. Nein, das stimmt nicht, die bauen Unfall. Okay. User joined your channel. Mikey? Ganz sicher? Jo. Alles in Ordnung. Also, ne, ist Spaß miteinander am. Ist gut, ne, könnt ihr ruhig machen. Mir ging es nur darum, er hat es im Livestream geschrieben gehabt. Ach so, ja. Und da war ich gerade ein bisschen. Ne, wenn das eine illegale Kopierung gelesen hätte, ne? Ja. Ja. Dann pro Smartzeit, ne? Ach so. Ja, also, ich komme gerade nicht mit, was? Ja, der Typ, also so wie ich das jetzt verstanden habe, der Typ, den du aus Versehen eben eingeschlossen hast, hat geschrieben, SUV zu verkaufen. Und da will jemand ein SUV kaufen und das wurde im Livestream gelesen. Ach oh, so. Oh, oh, alles unter Kontrolle, alles gut. Und nee, deswegen, da war ich gerade gewesen, deswegen bin ich drauf aufmerksam geworden. Ach so. Nee, aber alles gut. Es wurde mir kein SUV weggenommen und ich habe auch keinen verloren. Okay. Ich habe aber zu ihm gesagt, der soll Autofahren beibringen. Was? Ich kann Auto fahren. Ich bin gerade perfekt eingeparkt. Wäre hier in der Parklücke, stünde ich perfekt in der Lücke. Wow. Moment, wir können für eine Parklücke sorgen. Moment. Straßensperre. Hey, nicht, aua! Nicht wegfahren. Toll. Jetzt glaubt mir das keiner mehr. Wie du da liegst. Guck mal, ich habe nur eine Runde gedreht. So. Aua. So. Es hat keiner einen Dingens gemacht, keinen Marker, ne? Für wegen Uhrzeit von dem Gefecht. Ja, da ist ja sowieso eine Sperrzeit, deswegen denke ich mal. Okay, bin weg. Schönen Abend noch. Jo, Schausen, Hansen. User left your channel. Gefecht ist immer, aber ich denke mal, da die Sperrzone von der Polizei ist und solange da die Sperrzone noch ist, wird das Gefecht wohl auch sein. Ich glaube, wir fahren denn doch mal nach Kavi, wa? Warte, ich habe eine Idee, was wir machen können. Aha, erstmal gegen Bordstein fahren. Ich sag mal, jetzt lass doch los, scheiß Auto. Wir werden mal knüpfen. Was machen Sie denn? Das Licht war aus, deswegen. Achso, haben Sie nicht gesehen? Gut. Ja, ja. Oh, Bäume. Ich muss das Nachtsichtgerät mal anmachen. Wo fahren Sie denn jetzt hin? Kavala, glaube ich. Erstmal beim THW. Wir müssen den Kollegen zuschauen. Können Sie zu mir kommen, mein Auto reparieren? Wenn du sagst, wo? Hui! Oh, hier ist ja Platz genug. Weil hier kann ja nichts passieren. Warte. Hui, ey, steigen Sie noch mal ein und wechseln Sie mal immer aus der Ego-Perspektive in die Third Person. Ich kann nicht einsteigen, hui, ich muss flippen. Hui, hui, hui. Oh. Hä? Haben Sie sich gerade auf der Marte verkrankt? Ich habe mich gerade mit dem Auto erschlagen. Huch, nicht Fahrzeug. Charlie für Hansen, komm. Alligator hört, komm. Ja, Frage, warum seid ihr schon wieder tot, komm? Nein, nur er. Nur der Herr Gator ist tot, ich nicht. Komm. Ja, dann bitte aufpassen, ne, sonst gibt's auf die Finger, ne? Komm. Ja, wenn der Herr Gator zu stark ist und sich ein Auto auf den Kopf steckt, kann ich da auch nichts für, komm. Ja, dann ziehen Sie dem bitte den Gummianzug an und er soll den Stahlhelm aufsetzen, komm. Das mach ich, komm. Ja, so verstanden, Hans, Ende. Also, ab in den Gummianzug, in welchen auch immer, keine Ahnung, was er damit meint, und einen Stahlhelm aufsetzen. Wir fragen mal da hinten, ob die Herren einen Stahlhelm haben. Leute, das klingt noch nicht blöd.
Hallo, hat irgendjemand von Ihnen einen Stahlhelm? Wir brauchen einen Stahlhelm. Ja, warten Sie mal kurz. Also der Herr braucht einen Stahlhelm, ich nicht. Aber wenn Sie einen haben, ich nehme auch einen. Ja, einen Moment kurz. Also wenn Sie zwei haben, meinte ich. Finde ich gut, was Sie zählen gelernt haben. Oh, bis zwei, das geht noch, aber alles weiter, das ist, da wollen wir gar nicht mit anfangen. So. Oi, das kann ich nachvollziehen. Herr Gelter, der ist für Sie. Oh, vielen Dank, vielen Dank. So. So, der ist für Sie, der Herr. Gib mir hier noch ein Geld ab, Herr Rinder. Vielen Dank. Ja, das ist eigentlich nicht nötig. Die Dinger fahren nur im Schließfach rum wie Staub. 10-5-1. Oh, dann ist ja auch. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, kein Problem. Haben Sie zufällig noch einen Gummianzug? Was meinen Sie mit Gummianzug? Ich hätte noch so. Warten Sie mal einen Moment. Wie bescheuert du aussiehst. Sag das der Richtige! Vor allem mit der Taucherbrille da unten. Ja, stimmt. Oder mich? Also ich hab noch meine normale, das sieht noch gut aus, aber meine Taucherbrille sieht wirklich scheiße aus. Meinen Sie etwas so ein? Ja, meinen Sie so einen Anzug oder? Nee, ich glaub der Gummianzug, wo man die Hände auf dem Rücken festmacht. Oh, genau sowas in die Richtung. Ich glaub, nee, ich glaub, das hab ich nicht. Ich glaub, das meint die Einsatzleitung. Ja, das ist ärgerlich, sowas findet man nicht mehr. Oh, Sperrzone ist weg. Naja, die Herren, wir danken Ihnen trotzdem und vielen Dank für den Metallhelm, wie auch immer das war, ich hab das vergessen. Schönen Tag noch. Ja, kein Problem. Vielen Dank, vielen Dank. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Ob der Helm wirklich aus Stahl ist, wollen wir das mal testen? Oh, wir können ja erst mal die Einsätze übernehmen. Sperrzone ist wieder da. Achso. So dann. Soll ich mal kurz eine Einsatzleitung durchgeben, dass wir Stahlhelme testen und eventuell Hilfe bräuchten? Oh, das klingt super. Einsatzleitung für Charlie, komm. Hansen, hör dich, komm. Folgendes, wir haben uns jetzt beide Stahlhelme besorgt und wir möchten die jetzt testen, ob die wirklich aus Stahl sind. Sollten die nicht aus Stahl sein, bräuchten wir hier medizinische Unterstützung, komm. Ja, so verstanden. Komm. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch ein Auto, was wir uns auf den Kopf schmeißen können. Komm. Ja, so verstanden. Mach das. Komm. Okay, wird erledigt. Charlie, Ende. Du brauchst es nur umschmeißen. Ich krieg den Rest hin. Ja, na, noch nicht ganz. Das war fast. Nimm einfach 360 oder so. Ja, nee. Also wenn man es will, dann klappt es nicht. Nee, du musst einfach versuchen, in die Ausfahrt zu kommen. Willst du mich verarschen? Und Herr Ruck. Jetzt, du bist unfähig. Jetzt klappt es nicht. Und. Boah. Wir brauchen mal. Die Kreise haben Blaulicht über uns. Bisschen Speed. Da ist ein Baum dazwischen. Hui. Jawohl. So, jetzt ab auf den Kopf damit. Das ist so. Wollen wir mal testen.
Tschüss, mach's gut. Willkommen zurück. Okay, das war Test Nummer 1. Erster Test kann man so stehen lassen. Ja. Warte, das schreibe ich mir auf. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, du musst mich mal ranlassen. Du weißt einfach nicht, wie das geht. Das geht natürlich auch. Und du meinst jetzt so, hui, die Ego-Perspektive zu switchen, ist nicht lustig. Hui, also ey, aber jetzt... Soll ich flippen oder willst du versuchen? Ich mach, jetzt bin ich dran. Also ich glaube, die Helme sind wirklich aus Stahl. Oh, dann würde ich aber aussagen. Aber da müssen noch ein paar Tests mehr gemacht werden. Wer kreist denn da eigentlich? Das ist der Herr Alexander Gralling. So, jetzt sind sie dran. Ich bin hinten eingestiegen. Ich hab's gesehen. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das der Pro macht. Gut. Du musst einfach nur mit Schwung einfach rum. Einfach random. Und dann... Ja, klar. Marion V60. Gut, ich flipp. Aber dies davon hier. Mach's gut. Mein Auto geflippt am Apfelfeld in Kavala. Und dann auf nach Kavala, ne? Ja, aber ein Test noch. Einen Test machen wir noch. Jo. Aber ein bisschen Geschwindigkeit diesmal hinterher. Jo. Oh, und rum die Karre! Nein, ich hab mich verengt. Ich hab mich voll über den Bauer rüber. Das war natürlich so geplant. Wir müssen ja den Helikopterflieger-Pilot ein bisschen fordern. Mm. Ja, überhaupt. Auch über uns. Ist jetzt über uns. Und er dreht wieder. Ja, ich hab grad aus Reflex leider zwischendurch. Ist ja gerade was schnell, sind uns vorbei. Ja. Naja, ein Geländewagen. Da war ein Stein. Stabiler Senkrechter. Ja. Jetzt sind sogar schon zwei Helis da. Da bekommt man ja langsam Angst. Was denn hier los? Ist hier eine Flugshow? Hab ich was verpasst? Mario Gallig und Alexander Gralnick. Mein Auto hat sich überschlagen. Schön. Wir versuchen uns das zu überschlagen. Wir arbeiten dran. Sag mal. Ich krieg's nicht mehr auf den Kopf. Die Helme sind wahrscheinlich auch vom Gewicht her einfach. Ja. Kannst du schon mal so durchfunken, die Helme sind top. Okay. Einsatzleitung für Charlie, komm. Leitung hat sie kommen. Wir haben jetzt mehrere Tests durchgeführt. Die Helme sind aus Stahl. Sie haben die Tests alle bestanden. Komm. Psst. Ja, perfekt. Dann können Sie ja damit jetzt immer rumlaufen. Dann bauen Sie keine Unfälle mehr. Kommen. Aber Style-Check muss noch gemacht werden. Ich erhalte gerade die Information. Style-Check muss noch gemacht werden. Ja gut, dann passen Sie bitte auf auf. Okay, ich glaube, Style-Check wurde gerade soeben absolviert. Helme sind aus Stahl, kann ich sehr empfehlen, komm. Okay, dann werde ich mir auch wahrscheinlich bald mal so einen zulegen, dann brauche ich auch keine Unfälle mehr, komm.
So verstanden, Charlie, Ende. Nur mein Holzbein hat ein bisschen was abgekriegt. Aua! Oh, das ist aber ziemlich gelenkig, Holzbein. Hallo? Bitte? Ja, deswegen sagte ich ja, mein Holzbein hat's erwischt, aber mein Kopf, den geht's gut. Ich geb dir mal ein Pflasterchen. Ja, gib mal ein Pflaster auf mein Holzbein. Der Kollege schon aufgepasst, das ist ganz schnell gegangen. Gut, aber die Helme hier kann ich sehr empfehlen, die sind wirklich aus Stahl. Wenn also ein Auto auf den Kopf fällt, das halten sie aus. Ist das so eine Nackenstütze? Ich mein Nackenstütze? Was? Das ist auch so eine Nackenstütze, das war den Kopf, dass man das Genick nicht bricht. So eine Nackenstütze, glaube ich, nennt man das, oder? Ja, das hat da so ein Kabel. Damit kann so man immer die Fürze direkt an den Kopf weiterleiten, das ist ganz praktisch. Da braucht man nicht erst sich umdrehen und schnuppern, sondern kann direkt riechen. Oh, ja gut. Du bist immer weiter. Ja, dann schön doch noch. Schausen. Überfall! Guck mal, die ganzen Einsätze sind weg. Naja, wir müssten auch weiter. Schönen Tag noch, Kollege. Und vielen Dank für die Begleiteskorte. Aua! Auspuff ist in Ordnung. Damit brauchen sie nicht zur Werkstatt. Aber die Scheiben sollten sie mal austauschen lassen. Was soll ich mal austauschen lassen? Oh. Tja, Kollege, hätten Sie mal so ein... nicht lang. Hätten Sie mal so einen geilen Helm gehabt. Denn wäre das nicht passiert. Was machst du da? Ja, ich komm nicht vorwärts. Was? Ja, da ist eine Mauer. Ja, du Kollege, ich. Da ist eine Mauer, da geht das nicht weiter. Hallo. Sie sind gestolpert. Kann gut sein. Ich brauche mein Asthma-Spray. Ich glaub, das ist verbrannt. Sag mal, was machen Sie da eigentlich? Mensch, das war eine weite Fahrt. Hallo. Ja, von wie weit kommen Sie denn jetzt her? Ich brauche jetzt einer von Kavala hierher gesprintet, ne? Oi! Das ist ja lieb. Hui. Nein, ich hier gelampe auch noch voll auf meinen Arm. Jetzt stehst du aber voll beschissen. Kirche, was machen Sie denn da? Tot, hier ist ein Parkplatz, hör mal. Das ist ein guter Zentimeter Platz. Ich wollte doch nur auf dem Parkplatz fahren. Steig ein, Mario.
Küche mal aufräumen. Aua! Ich bin wieder hingefallen, Leute. Ich sehe so aus wie ein besoffener Penner über den Bord. Nein. Ja, das Leben eines Mikeys. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ach, doch. Auch dieser Kleiderladen hier, ne? Das ist schlimmer als ein Tresor und Thief. Jetzt komm! Ach, schön. Ach hier, die kann man den Kleiderladen gar nicht benutzen. Wir müssen zum Haku kurz. Oi. Wir können auch direkt zum Kavala-Haku eigentlich. Haku wird ins Navi eingegeben, fahr mal wirklich nach Navi und anschneiden. Mit Shift N Navi. Ach ja, wie ging das überhaupt nochmal? Du drückst Shift und N gleichzeitig. Aber jetzt kann Bock drauf. Nach Kavala finde ich auch ohne Navi. Neue Route. Ich kenn mich aktuelle ja aus hier, wa? Start ist aktuelle Reiseziel ist. Das Reiseziel. Ich will einen Quillen im THW haben. Was für ein Ding? Quillen. Achso. Route wird berechnet. Lol, wir sind jetzt 8 THWler. Wo kommen die denn alle her? 6,5 Kilometer geradeaus. Oi. Leicht rechts. Oi. Kriegen wir hin. Huch. 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 Ich hatte mal alt gedrückt und trotzdem hat die Maus mitgelenkt. Ich mach schon. Vorsicht, die Karre gibt jetzt Gas. Warum gibt die Karre immer Gas? Hä? Wo bin ich? Der Auto. Meine Kamera will nicht mitmachen. Jetzt lol, wie meine Kamera dann erstmal wegzoomt. Los, warum, auf nach Kavala. Warum lenkt die Maus denn immer mit? Auch wenn ich Alt drücke. Dann deaktivier's. Nee, will ich aber nicht. Das wäre dann neu und ich mag keine neuen Sachen. Nein, Spaß, ich liebe neue Sachen. Guck mal, wie sie extra gucken, ob wir nur hinterherkommen. Und wie sie jetzt wieder eindrehen. Weil sie merken, wie wir wohin sind. 4 Kilometer noch folgen. 4,6. 5. 4. Also 4,4. Ist der Heli noch da? Ja. War das ein Quint? Nee, das war kein Quint. Nee, das war der Jeep. Der, ja, der richtige, die richtige Waschmaschine. Ja, ja, genau. Alter, 218. Denk dran, da kommt gleich eine scharfe Kurve dann. Ah, scharfe Kurve, papalapap. Ich hab bis jetzt jede Kurve gemeistert. Der ist aber nicht mehr in der Uns, der Heli. Ah, doch ist er. Oh, das hast du wirklich gemeistert. Nein, also, ich hab bis jetzt jede Kurve gemeistert. Du feierst meinen Gegenverkehr. Er meistert gleich die Kurve nicht mehr. So, drückst mir da rein, komm. Ja, ich drück schon bis zum Bodenblech. Ich brauch ein bisschen. Ist nicht so der Beste in der Beschleunigung. Das merke ich. Ob wir die Abkürzung bei der Todeskurve schaffen ohne Zwischenfälle? Also du schaffst sie nicht, ich würde sie schaffen. Ach, diesmal schaffe ich das. Einmal muss ich sie ja mal schaffen. So, beide Hände an der Tastatur, eine auf D, eine auf A. Und jetzt runter hier. Hui! Nein, wir schaffen es nicht. Mann, ich hasse das. Ich schaff diese Scheißabkürzung nie.
Ja, das hätte ich dir auch sagen Mal liegt können. ein Schrottauto im Weg, dann ein Stein, dann Bäume oder eine Leitplanke. Warum liegt das alles da? Wer hat das da hingelegt? Das waren ganz viele böse Vorgänge, einfach nur um dich zu mobben. Wieso gibt es überhaupt diese scheiß Kurve? Warum hat man da nicht einfach eine Gerade gemacht? Das stimmt allerdings. Vielleicht wegen dem Graben oder so, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich verstehe auch. In Wewitzfleet, der Ort, wo ich arbeite, ist auch so eine scheiß kurvige Straße. Warum haben sie da nicht einfach eine Gerade gemacht? Das frage ich mich aber bei einigen Straßen. Das ist voll sinnlos. Ach, schön. Aua, ihr habt doch gesagt, da ist ein Stein. Aber nein, der hört ja nie auf mich und fährt da voll gegen mit 180 Sachen. Ihr seid heute beide meine Einnahmequelle hier. Das Geld hole ich mir wieder. Er ist gefahren, nicht Warte. ich. Au. Kollege, das war gerade plus minus null Gewinn für uns beide. Er gibt mir 50.000, ich bezahle. Ich gebe ihm 50.000, er bezahlt. Nein, ich bin pleite. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Nichts mit. Oh ne, das kann ich nicht bezahlen. Das geht nicht. Oh, das sieht schon besser aus. Hey Kollege, warte, Sie haben da was vergessen. Sie müssen nur eine Rechnung bezahlen. Halt, stehen geblieben. Aua. Ich mach da jetzt eine Ninja-Rolle. Gut gemacht, Alligator. So, auf und davon. Auf und davon. Oh, guck Habe ich mal. übrigens schon erwähnt, dass ich die Fahrprüfung erst beim zweiten Mal bestanden Guck habe. mal, da liegt ein Cent. Lol. Wie lange du rutschst. Oh Leute, ich habe mich überschlagen. Wo bist du rollikulat? Ich bin ein bisschen Ach weit ja. weg. Ja. Unser Sprit ist fast leer. Ah, bis Kavala schaffen wir noch. Charlie, für Einsatzzeitung, bitte komm. Charlie hört sie kommen. Frage, warum sind Sie schon wieder tot? Komm. Da lag ein Cent auf der Straße und den wollte ich unbedingt haben, weil ich nicht bedacht habe, dass der Fahrer 100 gefahren ist. Ja, so verstanden. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Komm. Nicht mehr als sonst. Nicht mehr als sonst, komm. Ja, sonst kommt der Koniko London und stellt Ihnen eine Rechnung von 200.000 aus. Komm. Ne, so viel habe ich nicht auf dem Konto, komm. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Da musst du halt putzen gehen, komm. Warte, der muss mich erst mal kriegen hier im Auto, komm. Ja, das wird nicht schwer. Du bist sowieso in 2,50 Meter wieder tot, komm. Nee, der Herr Gelter kann fahren. Ich habe volles Vertrauen. Oh Gott! Mein Vertrauen wurde soeben gebrochen, komm. Hier steht, ich soll hier lang fahren nach dem Navi. Echt? Ja. Warum? Aber da darf ich gar nicht lang. Warum nicht? Ja, wenn da eine Dingens-Sperrzone ist. Weißt du, da guckt man einmal auf die Map. Fahren Sie mal nicht nach Navi, das ist nur ein böses Ende. Ich meine, wenn wir auf der Hauptstraße bleiben, ist es auch ein böses Ende. Ich glaube, Sie sollten mal reparieren, wa? Nee, nicht schon wieder. Pinke Pause.
Hey, wo schickt mich das? Lol, das Navi schickt mich da echt die Straße runter, dann einmal in diese ins Gang versteckt, dann die Straße wieder raus, dann wieder auf die Hauptstraße und dann nach Kavala. Das ist das beste Navi der Welt. Warum? Anstatt mich einfach auf der Hauptstraße zu lassen, nein. Ah, lol, die Straße hier, hä? Was ist das denn für eine Scheiße? Oh, guck mal, hier ist gerade ein Überfall bei der Tankstelle Topolia, da fahren wir gleich vorbei. Wollen wir uns mit einmischen? Nee, nee. Jetzt steckt doch innen. Hä? Ist der da gerade gegen die Wand gefahren? Ja. Will der irgendwas von uns? Ich brauche ein Täpfchen. Was? Was? Mikey, für Hansen, komm. Ja, komm. Frage, hast du jetzt 2 Cent gefunden, komm? Nein, ich bin gerade aus dem Auto ausgestiegen und 200 Meter in die Luft geflogen. Komm! Ja, so verstanden. Dann nächstes Mal, wenn du schon hochfliegen willst, dann nimm dir einen Fallschirm mit, komm. Ich wollte den Kunde Kulondon da oben besuchen, hab's aber nicht ganz geschafft, komm. Du bist so gestört, ohne Scheiß. Also, das ist das. Du hast ihn nicht alle. Ich wollte eigentlich ein Zäpfchen haben, weil ich Fieber hab. Ja, dann legen Sie sich mal hin, machen Sie mal die Hose runter und dann geht's ab nach Zäpfchen. Ja. Yeah. Wie viel wandert jetzt? Ich hab nicht mehr mitgezählt. Boah. Passen Sie aber auf, mit dem Zäpfchen fliegen Sie genauso hoch wie der Herr eben. Wird immer reicher hier. Bett. Stup. So, Arschbacken zusammenkneifen. Guck mal, ich dokumentiere das Ganze, wa? So, das müsste schon. Ja. Ja, oh, okay. Ja, sieht gut aus. Ja. Ohne Vaseline. Natürlich, das kommt so hin. Und klug. Und wird ein Bett, wenn es fertig ist. Das kommt auf eine Plattform. Aber was für eine Plattform sage ich Ihnen nicht. Genau. Mir ist egal, ist nicht mein Hintern. Oh, geht's Ihnen schon besser. Passen Sie auf, dass das Zäpfchen nicht rauskommt. So, jetzt hat er sich angezogen. Kameras aus, abziehen, schausen. Charlie für Hans und Gom. Charlie rollt. Charlie hört Gom. Ja, beim nächsten Mal, wenn du nochmal sterben tust jetzt, dann musst du 300.000 bezahlen, komm. Oh, da wäre ich ja pleite, komm. Ja, dann müssen wir uns das was einfallen lassen, wie du das abarbeiten kannst. Vielleicht bei der Polizei, komm. Ich wollte schon immer mal zur Polizei, aber ich glaube das nicht, dass das was Richtiges für mich ist. Komm. Ja, so als Selbstmordkommando nimmt die dich bestimmt, komm. Also, na gut, ich werde jetzt ganz vorsichtig fahren, komm. Ja, yep, der THW bleibt in deiner Nähe, komm. Ja, den hänge ich ab, komm. Ja, das will ich sehen. Komm. Wir haben gleich kein Benzin mehr, komm. Wow. Hansenende. Weiter geht's. Er hat nichts gesehen. Ich hab grad voll auf ein Bildschirm gerotzt, Alter. Guck mal, hier wird gerade überfallen. Raudis! Ne, die sind schon fertig. Lol, was machst denn du? Was ist das? Ich hab eingeparkt. Mal wieder. Mach's gut.
Einfach weggefahren so. Mach's gut. Wir haben kein Benzin mehr. Nein. Also was ist für Charlie kommt? Die Einsatzleitung hört dich kommen. Du bist diesmal gestorben. Wir haben kein Benzin mehr, komm. Du bist so durch mit der Welt, ich schwör's dir. Ja, der Herr London wird dich jetzt betanken. Komm. Ich hab's so verstanden. Mike für Hans, komm. Ich kann nicht mehr. Was kommst? Ja, beim nächsten Mal bitte nur Kühlwasser saufen, nicht den Benzintank auch noch, komm. Ich werd's versuchen. Oh, ey. Wie voll ist der jetzt? Und so 10 Promille? Oh. Oh, herrlich. Okay, weiter geht's. War irgendwas passiert? Nö, haben nichts verpasst, alles gut. Gut, dann kommen wir jetzt weiter. So, wer die Aufnahme ist kaputt, dann raste ich aus. Ich nenne die Folge Lachflash. Charlie für Hans und Com. Charlie hört sie kommen. Ja, Frage, meinst du, schaffst du es jetzt bis nach Cavallo ohne Unfall? Nehme ich mal an, komm. Psst. Ja, bin ich mal gespannt. Ich achte drauf, komm. Nur Cavallo Ortsschild oder bis Marktplatz, komm. Bis zum Haku, komm. Ne, Haku war nicht die Frage, Ortsschild oder Marktplatz. Ja, und ich sag dir THW Haku, komm. Ich glaube, ja, das kriege ich hin, komm. Ja, also Hansen so verstanden, Hansen Ende. Das kriegst du nicht hin. Doch, das kriege ich hin. Was machst du? Langsam fahren. Wie er extra gewartet hat. Welches war das? Das hier? Ich glaube, ich kann nebenher joggen, oder? Mach mal. Psst. Schade für Hans und Komm. Charlie hört sie, komm. Ja, warum fahren sie so langsam, komm? Ist Sprit wieder alle? Sprit sparen, komm. Nee, nicht Sprit sparen, Gas geben, komm. Nee, dann mach ich ja einen Unfall, komm. Ja, du kleiner Cheater. Nicht Gas geben, jetzt sonst bin ich weg. Wir machen gerade Jogtraining, sonst kommt der Herr Geld ja nicht hinterher. Aua, nein!
Ja, alles gut. Alles unter Kontrolle. Kein Unfall passiert. Nur der Herr Gator ist unter die Reifen gekommen. Ah, der wollte das Auto von unten sauber machen, wa? Richtig, richtig. So verstanden, Hansende. Ich glaub, das lassen wir mitten joggen, wa? Vor allem, wie das. Oh, da bin ich umgeknickt. Vor allem, wie das Auto erstmal voll hochbounced. Oh, herrlich. Komm, gib Gas. Los, bist du musst jetzt durchziehen, beschleunigen und es in einem Zug durch dieses S-Kurve schaffen. Beim Marktplatz. Nicht die Vorfahrt nehmen. Okay, gut. Du hast sowieso Vorfahrt. Jetzt einfach durch. Einfach wusch. Vielleicht kannst du auch einfach einparken. Das gilt nicht als Unfall, oder? Nein. Professionell. Der will uns ausbremsen. Schnell rechts rum. Nein, dreh um. Ich glaube, er will uns eher aufladen. Ey, guck mal, das Auto ist heil. Einsatzzeitung für Charlie, komm. Einsatzzeitung, hör dich, komm. Unfallfrei und ohne Kratzer geschafft, komm. Du bist aber nicht am HQ, komm. Doch, wir sind soeben am HQ angekommen, komm. Das zählt nicht, komm. Warum nicht, komm? Ich war gerade auf dem Wasser irgendwo am Arsch der Welt. So, steig mal aus, du Pfeife. Kleiner Buspilot. Mach mal den Scheiß da aus. Welchen Scheiß? Gucken Sie mal, sind unsere Helme nicht toll? So, hier, die Belohnung habt ihr euch verdient fürs unfallfreie nach Kavala kommen. Ei, vielen Dank. Wir müssen Ihnen ja nicht erzählen, dass wir dagegen gefahren sind, ne? Nein, nein, nein. Ja. Unfallfrei. So. Ey, wer hat den LKW gefahren? Hä, ja? Lebt doch. Mikey, warst du jetzt bei Netto? Hast du mir meinen Cola und meine Würstchen mitgebracht? Ach ja, stimmt. Ich hab dein Korn, aber Würstchen hatten sie nicht. Ja. Das ist doch scheiße. Und was soll ich jetzt essen? Ich hab Hunger. So, da sind deine beiden Buddeln Korn. Wenn du die getrunken hast auf Ex, dann brauchst du erstmal nichts mehr essen. Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ne? So. Ich geh jetzt was trinken und dann geh ich schlafen. Ne? Ja, ich mach das gleich auch gleich. Ich komm gleich. Halt. Was? Schauen. Connor, ich hätte das jetzt gegönnt, dass du da oben sterben tust. Ja, lol. Wie? Die Technik. Ich bin zu fett zum Fliegen. Moment. Okay.
Die Schutzbrille sieht so bescheuert aus mit dem Ding. Wer war das denn? Was war das denn? Ha, ha, ha! Ich hab's auch geschafft! Du bist nicht ernsthaft da hochgeflogen. Der Heli hier, der stand da schon. Tja, schaffst du nicht, das kommt auf die Technik an. Auf die Technik hin. Ja gut, auf den, in dem Sinne die Technik zu nutzen, ist natürlich auch möglich. Tja, ihr schafft das alles nicht hier hoch. User joined your channel. So, ihr beiden Chaoten. Ein Chaot. Wo kommen Sie denn her? Gott, ey. Weißt du, ich habe richtig schlechte Laune gehabt, weißt du, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen gute Laune. Das hat mir gut getan. Boah, ich musste vorhin so lachen, ne? Das war so geil, ohne Scheiße, ey. Wie du da verreckt bist, ey. Ich fand's so geil, ey. Ich, weißt du, vor allem, ich fahre mit der SUV Kurve, ich überschlag mich. Der Herr Gator dreht die Karre um und der SUV beschleunigt instant auf 100 km/h, ohne dass ich auch die Hand auf der Tastatur hab. Wow. Wow. Und dann sagt der Gator noch, hau rein. Wow. Das hat mich so, das hat mich einfach gekillt. Ja. Aber ein bisschen Spaß muss auch mal sein. Es ist nichts groß los und es waren auch genug Leute. Ne? Wenn da mal so ein bisschen Spaß gemacht wird, das tut auch mal den THW ganz gut. Ja. Ne? Da kriegen die alle direkt bessere Laune und die haben mehr Spaß am Spielen. Mhm. Also hat den Leuten echt gut getan. Sind die beide eben ernsthaft gestorben, als sie vom Dach runtergesprungen sind? Was für Ottos, ich bleib hier oben. Ich setz mich jetzt hier hin. Ja gut, ich wollte nur noch auf Wiedersehen sagen. Ich komme erst morgen wieder, ne? Jo, ja, ich weiß, ich komme vielleicht morgen auch. Mal sehen, ob ich Speicherplatz frei kriege. Ich habe noch 3 Aufnahmen, 60 GB. Mein Speicher quillt über. Ja, dann musst du löschen. Ne? Nein, schneiden und hochladen. Ja, oder das? Aber ich habe keine Lust. Aufnehmen löschen. Ja! Genau. Ja, gut. Ich bin jetzt erstmal raus, ne? Man hört sich dann vielleicht morgen, ne? Ja, alles klar. Ja, aber wird dann heute noch was hier? Ja, ciao. Ja, ich will mich mein Bein nicht brechen hier beim Runterspringen wie ihr. Warte mal, Mike, bleib mal da, wo du bist. User left your channel. Alles klar. Ciao. Ja, ciao, Andreas. Ciao. Huch. Mikey. Hä? User disconnected. Ich dreh mich so um, der Kopf mir der tote Alligator entgegen. Ja, ich hatte nur noch 3 HP oder so. So. Vor allem, wie das aussah. Erst mit dem Kopf zuerst. Oh, schön. Ich glaube, den Lachflash steile ich jetzt. Ach nee, geht nicht. Ich habe auf dem anderen Laptop auch keinen Speicherplatz mehr frei. Ich hab so ein Speicherplatzproblem, wa? Ich glaube, ich muss mir doch mal eine externe Festplatte kaufen. Aua! Ihr habt mein Holzbein. Mein Holzbein angeschlagen. Jeha, das sind 2 Sitzer, fahre ich mich nicht. Nochmal bezahle ich das nicht für. Wie er da hey, die Arme verschränkt. Holt mich hier raus! Das ist nicht fair! Wenn ich hier raus bin, dann könnt ihr was erleben, da das knallt! Das wird so doll knallen, da hört ihr keinen Knall mehr! So.
So, jetzt, wer hat mich hier eingeschlossen? Wer war das? Er war's. Du, wenn ich dich mal im Dunkeln alleine erwische, ne? Dann pass auf. So, ich fahr jetzt. Was? Was? Was ist? Du hin? Und warum liege ich hier? Ich weiß nicht. Bist du schon? Aua! Juckt dich nicht. Aua! Aua! Ich weiß nicht. Er hat deine Barriere runtergestellt. Was ist da passiert? Na, gucken Sie mal. Ohne den Helm wäre ich jetzt tot gewesen. Alter, der Helm, der rettet Leben. Ich glaube, das hier wird jetzt mein Standort aussehen. Hä, das sieht total... Moment, guck mich mal an. Wo sind deine... Achso, die kannst... Was ist auf Aufnahme? Hallo? 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 So ein Feuerball. Habt ihr den Feuerball gesehen? Der war feuerballtastisch. Ja, ich saß drin im Feuerball. Darf ich dir ein Zipfel in den Popo einführen? Nein. Wieso denn nicht? Feierabend. Wir sind schon bei 2 Stunden, ey. Fuck mal live. Boah, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Wir gehen aufs Dach. Aber aufs ohne, Dach. Dass uns jemand folgt. Ohne, dass uns jemand folgt. Und Mission complete. Du bist nicht aufs Dach gelaufen, ne? Doch. Okay, dann war das ein anderer Punkt. Hallo, nicht schubsen, sonst bin ich hier gleich wieder unten, dann ist wieder vorbei. So, dann setz ich bin ein Empower. Seilwand. Ja. Und dann würde ich mal sagen: Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, haut rein, schausen. Genau das. Ende. Pausen. Ende. Ende, 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 Ende. Da kommt das gleich nochmal Ende. Das geht hier immer Ende, Ende. Ende. Gut, Ende. Ende. Ende.